Dein Geist ist verwirrt. Doch dein Können ist immer noch beispiellos. Willst du etwas von mir? Jawohl. Aber so führt man keine Unterhaltung. Ich sehe das anders. Du hast keinen Grund mir zu trauen, Spartaner. Doch bitte ich dich, es zu versuchen. Deine Gedanken sind nicht die deinen, aber ich kann dir helfen. Ich glaube, die gehören dir. Du wirst hiermit deinen Geist beruhigen, Kratos. Lass dich nicht von Illusionen täuschen. Haben die Visionen aufgehört? Ich sehe nur dich. Gut. Diese Fähigkeit wirst du auf deinem Weg brauchen. Welcher Weg wäre das? Der Weg in die Freiheit, Kratos. Freiheit? Ja, Freiheit. Freiheit von den Furien, die dich in Ares Namen unablässig verfolgen. Und letztendlich Freiheit von deinem Bund mit dem Gott des Krieges selbst. Den Eid brechen mit einem Gott? Nun, es ist ganz offensichtlich nicht mein Geist, um den es sich zu sorgen gilt. Ihretwegen schwankst du zwischen Klarheit und Illusion von jetzt auf gleich. Ist das ein Leben für einen großen Krieger? Die Furien sind nah. Sie dürfen nicht wissen, dass ich mit dir rede. Ich locke sie weg. Die Wahrheit wartet auf dich in Delphi, Kratos. Geh zum Orakel. So, verschollene Schätze. Kriegst bei dir diese kleine Erinnerung an die Vergangenheit? Bewahren sie davor, im Wahn der Furien zu versinken. Okay. Toll, jetzt haben wir eine Furie hier geschafft. Obwohl, na scheiße, die haben wir nicht geschafft. Wir sind jetzt 3 Wochen zuvor. Okay. Totale Verwirrung hier. So, hier hinten gibt's nichts zum Gucken. Dann rollen wir uns mal weiter. So, hey, wo geht's denn hier entlang? So, was haben wir hier? Das Dorf Kira. Wir haben hier so einen Hammer oder so, wo wir aufheben können. Okay. Sonst können wir hier irgendwas kaputt machen. Oh, es gibt sogar noch Punkte. Okay. Ein paar Sachen zerstören. So, hier kommen wir auch rein. Oh, und da gibt es noch hier so eine schöne Kiste. So, wir holen uns erstmal den Hammer, oder? Ich glaube, das war ein Hammer. So, eine Keule. Starke Waffe, die manchmal Gegner entwaffnen kann. So, eine Schockwelle kann man damit machen. Hi, okay. Ha, wo hat es jetzt hingesteckt? Jetzt ist es plötzlich weg. Komme ich hier rein? Jo. Doch, wieder schön Punkte. So, dann gehen wir mal weiter. So, wo muss ich überhaupt hin? Ah, ich denke mal darum. Oh. Für einen Elefant? Was geht ab, Mann? Komm her, ich hab eine Keule. So, warte, ich will den auch immer schön so von hinten her angreifen. Der hat irgendwie so einen Streitkolben oder. Ach, der hat einen Streitkolben in seinem Rüssel drin. Was geht mit dem ab? So, schön ausgewichen. Na, komm, jetzt kommen auch eine Hunde. Sind wir hier im Zoo, oder was? Oh, jetzt aber hier. Boah, Schockwelle. Ah, scheiße, da schmeißt das. Okay. Na toll, jetzt ist mein Hammer weg. Ach, Hallöchen. Na, was geht ab? So, wir haben ein bisschen angreifen. Wow, ausweichen. Na, hat er gar nicht zugeschlagen. So, komm, immer weiter. Wow. Na toll.
Moloch-Tötung. Ein Moloch so zu töten bringt immer Gesundheit aufs. Na, lecker. Na, da kommt auch noch ein zweiter. Oh. Hey, mit der Rolle ausgewichen und trotzdem hat er uns erwischt. So, jetzt haben wir hier wieder den Rage-Modus an. Oh, jetzt haben wir nicht mehr. Oh, come on. Jetzt wird es gerade nichts mit ausweichen. So, come on. Wann geht er down? Jetzt aber. Komm, jetzt noch mal ein bisschen Gesundheit. Oh, hier ging aber schnell zu Boden. So, ausweichen. Hahaha. Zu langsam. Und wieder hier schön das Gehirn anschauen. Oh, der war ein bisschen schlau wie der andere. Okay. So, die Mauern gehen wieder weg. Wir können in beide Richtungen gehen. Hm. So, hier haben wir wieder... Ne, das ist aber noch nicht der Hammer. Das ist nur das Schwert. Okay. Hier kommen wir nicht rein. Was haben wir denn hier? Bewegliche Gegenstände. Ach, hier. Okay. So, und wo soll ich damit hin? Oder muss ich das bis da rüber schieben? Oh, irgendwas habe ich kaputt gemacht. Na. Hier haben wir noch was. Muss ich das vielleicht bis da rüber schieben, oder? Eigentlich kann ich ja hier hoch. Nee, kann ich auch nicht. Da hier hoch. Okay, hier drüben haben wir noch was. Kirkes Fiole. Eine Fiole mit tödlichem Gift, die verwendet wurde, um die Wasserversorgung des Dorfes Kira zu bedrohen. Schließen Sie das Spiel ab, um diesen Gegenstand zu verwenden. Oh, was haben wir hier? Phönixfedern. Sie haben eine Phönixfeder erhalten. Sammeln Sie 5, um Ihre Magieanzeige zu erhöhen. Sehr schön. So, warte, ich gehe erstmal dahinter. Vielleicht müssen wir das Ding da mitschieben. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Oh, was haben wir da? Ach, da komme ich nur hin, wenn ich das Ding mitschieb. Okay. Hier haben wir nix. Da drüben. Oh. Okay. So, na, Leben brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Habe ich voll. So, mal gucken, was da jetzt Schönes passiert. Okay. Es dauert ein bisschen. Aha, okay, ich muss also da hoch. Okay. Hatten wir da hinten noch was? Das sah irgendwie so aus. Hier. Nochmal eine Phönixfeder. Obwohl, nee. Ein Gorgonenauge. So, sammeln Sie 5, um Ihre Gesundheit zu erhöhen. Ah, ja, das wäre auch mal nett. Wir haben eigentlich nur 50%. So, und hier. Haben wir eine Türe. Ja, ich glaube, eine Kiste steht hier nirgends. Sehe ich zumindest mal nichts. So, dann müssen wir wieder zurück. Hallo? So, und müssen das komische Ding hier holen, wo wir rumschieben können. So, na dann. Okay, sieht auch ein bisschen komisch aus. Was ist denn da drin? Irgendwie so ein Kadaver. Von irgendeinem Viech. Und nun? Ach, ja, komm, pack's hier unten. Ah, hallo? Okay, da will... Ah, wir müssen das jetzt wohl da runterschucken. So, und wie geht das? Stand noch mal dran. Ach so, wir müssen halten und jetzt... Okay. So, könntest du noch mal sehen, so... Okay, hey, das geht sogar schneller. So, so viel einfacher. Okay, jetzt nehmen wir aber den Reiz hier rüber. So, oh.
Warum war der jetzt plötzlich so schnell? So, schnell bewegen. Okay. Aber nur kurz. So, oh. Ja, aber ich habe noch mein Schwert, oder? Komm mal, das Schwert kennen wir schon. Nimm mal eine Sperr mit. Schnellfeuer-Distanzwaffe. Die Wurfanzahl ist begrenzt. Okay, und wie werfe ich? Ich denke mal normal mit Kreis. Oh, was macht denn der Vogel da oben? Ach, guck mal, da kommen kleine. Also manchmal ist die Kamera doch ein bisschen komisch. Finde ich gerade auch hier. Wie sieht man gar nicht richtig, wo die Gegner sind oder ob die weit genug weg sind. So, einmal aufgeräumt. So, dann gehen wir hier hoch. Ah, ist er von da rüber springen? Okay. Das ist aber schon wieder so ein komischer Vogel. Ich hoffe, der scheißt mir nicht auf den Kopf. So, darüber und hier hin. Okay. Na, schauen wir hier rein. Na, es war ein bisschen eine stabilere Türe. So, sonst haben wir hier keine Kiste.